Ich bin Charlotte, ich bin 25, eigentlich Physiotherapeutin, aber hier auf dem Betrieb meiner Eltern aufgewachsen und arbeite auch hier mit. Mein Hauptaufgabenbereich sind die Kühe und Kälber, im Stall bin ich zu Hause. Das ist Wellness für die Kuh. Also so wie Uschi das jetzt nutzt, so können die Kühe, sobald die Massagebürste berühren, fängt die an, sich zu drehen. Und wenn keine Kuh unter ist, dann bleibt die da stehen und ist aber in der Höhe verstellbar, also kippt mit der, je nachdem wie groß die Kuh ist. Und manche nehmen das am Kopf oder ganz egal. Oder wie Uschi jetzt am Hintern. Man sieht das immer nachher an den Kühen jetzt, da wo das Fell locker ist, die Kühe waren dann gerade unter der Massagebürste. Die meisten erkenne ich am Euter auch, sowohl am Euter oder am Gesicht. Das wäre jetzt Maya, Fräulein Frech. Hier macht Zulla ein bisschen Streit, da guckt wieder Uschi um die Ecke. Da oben ist Clara, hier rückwärts raus kommt Schlitzohr, drängeln tut Kuschel. Ja, jeder hat einen Namen und in der Regel haben die Namen auch alle irgendwie eine Bedeutung oder eine Geschichte, die sich irgendwie so ergeben hat. Fräulein Frech hat am Anfang immer das Melkgeschirr abgeschlagen und ist auch sehr aufmüpfig und klaut Mützen und Handschuhe und deswegen Fräulein Frech, genau. Oder Zulla zum Beispiel, die ist einfach eine blöde Zulla, die ärgert immer alle anderen und schubst sie aus dem Schrotsilo. Also manchmal ist es auch einfach, ich gucke eine Kuh an und du sagst, der Name ist es. Ich bin auch Fachkraft für tiergestützte Intervention und mein großes Ziel ist es, die Arbeit miteinander zu verbinden. Also Patienten, schwerst betroffene Menschen oder auch Menschen mit Handicaps jeden Alters auf den Hof zu holen und das, was mir der Hof gibt, die Natur, die Tiere, das für die tiergestützte Arbeit zu nutzen. Also quasi meine jetzigen beiden Berufe hier miteinander zu verbinden. Hier nimmt man ganz andere Dinge wieder wahr, Gerüche, kann was anfassen, sich mal die Hände dreckig machen und so. Das ist im Krankenhaus undenkbar. Und ich bin der Meinung, so wie ich davon profitiere, in meinem Alltag schon, würden auch ganz viele Patienten davon profitieren. Ich bin Andreas, 57 Jahre alt, bin Betriebsleiter auf unserem landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb mit Direktvermarktung, Rinderhaltung und Ackerbau. Moin, ich bin Christian Stichting, ich bin 21 Jahre alt, ich bin der Bruder von Charlotte. Ich mache eine Ausbildung zum Speditionskaufmann, unterstütze meine Eltern in meiner Freizeit als Hobby, hauptsächlich im Ackerbau. Ich bin so fürs Treckerfahren zuständig. Mein Name ist Elisabeth, ich bin 55 Jahre alt und die Mutter von Charlotte. Meine Aufgaben hier bei uns auf dem Hof sind die Direktvermarktung und die Buchführung. Wenn Not am Mann oder der Frau ist, dann springe ich im Stall ein. Ich bin Timo, 32, arbeite eigentlich als Physiotherapeut und bin dadurch, dass ich Charlottes Freund bin, hier so reingerutscht und damit ja das Mädchen für alles. Wir sind jetzt auf einer unserer Jungtierkoppeln und kontrollieren hier erstmal, ob alle Tiere laufen, wo sie laufen sollen, wie sie aussehen, ob sie gut im Futter sind, generell irgendwelche Auffälligkeiten, ob eine Kuh lahmt oder sonstiges. Hier ist ein Graben, hier musst du aufpassen. Ich besser nicht rein, wa? Da war ja die Kuh letztes Mal. Na ihr, ein bisschen scheu. Du musst jetzt geschäftig tun. Ich rede mit der Kuh, ich unterhalte mich. Ich gehe noch einmal zu der anderen gucken. Hey! Also die drei sind nicht so kuschelig, sonst die anderen kommen immer an. Es gibt natürlich auch Charakterunterschiede bei Kühen. Und es gibt immer Kühe oder Jungtiere, die den Kontakt zu uns Menschen mehr suchen als andere. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn die sich nicht so anfassen und streicheln lassen. Aber wir versuchen natürlich schon, dass die uns Menschen Kontakt gewöhnt sind, weil es kann immer mal sich ein Tier verletzen. Deswegen gehen wir ja jetzt ran und gucken, ob sie lahmen oder so. Und wenn die sich nicht anfassen lassen, ist das natürlich problematisch. Ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch aufpassen, Kühe, die kuscheln wollen, die schubsen auch mal. Also es kann auch gefährlich sein. Man braucht also meiner Meinung nach einen guten Mittelweg.
Also am Anfang war es halt wirklich viel Anleitung. Jetzt ist es. Und ich bin auch sehr schnell ungeduldig, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, also. Das wäre mir nie aufgefallen. Also er hat sich gut geschlagen, gar keine Frage, aber man merkt einfach den Unterschied. Dinge, die mein Alltag sind, die ich normal empfinde, wo ich denke, was fragt er da jetzt nach? Das ist für mich das Natürlichste der Welt. Ich habe am Anfang ganz oft gehört, mach das doch gleich mit. In einem Abwasch. In einem Abwasch, dann brauchst du nicht zweimal gehen. Und für mich sind manche Sachen aber nicht ein Abwasch, weil gar nicht so klar ist, wo muss ich eigentlich hin damit, wo komme ich als nächstes vorbei. Er ist ins kalte Wasser gesprungen und ja, hat bestanden, würde ich sagen. Was ich jetzt als erstes mache, ist, das Gerät von Straße auf Feld umzustellen, damit das die Wellen, die ich auf dem Feld mache, auch mitgeht. Einfach damit die Zinken nachher, wenn die sich drehen, nicht immer auf den Boden schlagen, weil sie dadurch natürlich viel leichter kaputt gehen, als wenn sie schön glatt mitlaufen. Und dadurch kann die Maschine jetzt auch mitschwenken. Ich arbeite ja hier auf dem Bauernhof oder unterstütze meine Eltern in meiner Freizeit, sprich nach dem Feierabend und am Wochenende. Und es ist einfach stressbefreiender. Also ich bin draußen, habe meine Ruhe, was ich sonst auf der Arbeit nicht habe. Da ist dann halt Arbeitsstress, du musst deine Zeiten einhalten. Und das ist natürlich beim Familienbetrieb auf der Landwirtschaft viel angenehmer, weil ich da auch nicht so unter Druck bin. Für mich sehe ich das Treckerfahren nicht als Arbeit an, sondern das ist einfach mein Hobby, es macht mir Spaß. Das Futter wird gemischt, damit alle das gleiche Futter kriegen. Es gibt ja immer eine Rangordnung bei den Tieren. Mhm. Wenn man das sonst einzeln geben würde, dann würden mit der Rangordnung einige Tiere würden immer erst was Besonderes zwischen rausfressen und für andere bleiben nur die Reste. Und durch das Mischen können sie es nicht mehr selektieren. Ich habe jetzt hier eine Waage eingestellt. Der zeigt jetzt an, noch den Rest, der drin ist. Und jetzt versuche ich mit dem Lader möglichst gleichmäßig die Futterkomponenten, die ich haben möchte, dabei zu mischen. Wenn du dann hier in der Halle gefüttert hast, dann tue ich noch ein bisschen was in die Tröge, ja, weil die so gut gefressen haben heute. Ja, okay. Jetzt sind natürlich im Winter mehr Tiere hier. Das heißt, wir füttern mehr. Und dann macht einer oder zwei die Futtertische sauber, sodass jetzt hier wieder ähnlich wie oben nicht das Futter von gestern mit dem von heute in Berührung kommt. Und dann kann Papa oben verteilen, weil der Futtermischwagen ja immer weiter mischt, damit es auch die gleiche Konsistenz behält. Und wir füttern dann schon in der Zeit. Ja, das war ein erster Einblick von uns hier vom Vorwiesenhof. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar unter dem Video da, liked das Video, abonniert den Kanal und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.